Also wir hingen dann da ein paar Tage an dem See rum und da gab es Schildkröten, Wasserschildkröten und Ratten gab es. In einem Busch hockten Ratten, hat der Leon erzählt. Ich selbst habe sie nicht gesehen. Ich habe nur dann nachts vom Wilson eine mitgebracht bekommen, die dann auf dem Fahrersitz lag. Und ich wieder nachts geguckt, was der Wilson da macht und tatsche auf den Fahrersitz und tatsche auf der Ratte rum. Denke, hä, das fühlt sich komisch an, Licht an. Blah. Ja, nee, es war wirklich ein sehr hübsches Tier. Tat mir ein bisschen leid. Der Leon war leidenschaftlicher Koch und wollte Pizza machen und dann fanden wir einen Stein, der eine super flache Oberfläche hatte und irgendwie haben wir das ausprobiert, den Stein in die Glut zu legen und Feuer drunter zu machen und zu gucken, ob der Stein heiß genug wird und es hat irgendwie dann auch geklappt. Als die anderen alle unterwegs waren, kam dann auch ein Hirte vorbei mit seinen Ziegen und auf einmal war ich umringt von Hunderten von Ziegen, also gefühlte Hunderte, keine Ahnung, wie viele das wirklich waren, aber es waren unglaublich viele Ziegen und die haben überhaupt kein Problem damit gehabt, dass wir da unten geparkt haben, sind um die Autos herumgelaufen. Ich bin dann ein bisschen zu den Ziegen, habe ein paar Fotos gemacht und Filme gemacht. Es war wunderschön, mitten in der Natur, mitten im Leben zu sein. Dann gab es noch eine Wasserquelle in der Nähe. Da habe ich ein bisschen meine Wasservorräte aufgefüllt. Auch ein tolles Gefühl, einfach Wasser aus dem Berg zu bekommen, womit man leben kann. Wir leben eigentlich in einem Paradies. Ja, und dann kam es doch so weit, dass das erste Mal wir von der Polizei angesprochen wurden. Die anderen waren wieder alle unterwegs, ich war alleine auf dem Platz. Die Guardia Civil kam und war eigentlich auch ganz freundlich und ich mit meinen paar Spanischbrocken konnte dann denen auch klar machen, dass wir hier mal ein paar Tage stehen und in den nächsten Tagen abreisen. Und dann hat er mich gefragt, reist ihr morgen ab? Ja, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Dann hat er mich nochmal gefragt, reist ihr morgen ab? Und dann hat er mich nochmal gefragt und dann habe ich bemerkt, okay, ich kann auf die Frage nur mit Ja antworten. Aber auch da habe ich mir wieder gedacht, okay, wenn wir weiter reisen sollen, dann reisen wir halt weiter. So ist das Leben. Der Kai ist allerdings schon einen Tag vorher abgereist, der wollte noch irgendwo hin. Ja, und damit gingen unsere aller Wege auseinander. Den Kai habe ich dann in der Zeit nicht mehr getroffen. Wir haben noch ein paar Mal telefoniert und so, aber irgendwie hatte der dann genau andere Dinge zu tun. Und der ist immer in die andere Richtung gefahren, als gerade, wo ich gerade hin unterwegs war. Den Emanuel habe ich dann auch nicht mehr getroffen, weil der musste irgendwas erledigen mit seinem Auto noch und die Überfahrt klären. Der Leon allerdings, der wollte auch noch nach Tarifa, mit dem habe ich mich dann noch in Tarifa getroffen. So, wir haben also unserem schönen Nomadenleben an dem Stausee Tschüss gesagt, uns von uns allen verabschiedet. Also ging es dann auf nach Tarifa. Ich liebe es ja einfach, durch die Gegend zu fahren. Einfach Landschaft betrachten und wie sie sich verändert, das macht mich einfach glücklich. Einfach fahren und gucken. Ja, und so auf dem letzten Stück hatte ich ziemlich viel zu gucken, weil es wirklich sehr spannend aussah. In Tarifa angekommen, erstmal mit dem Auto so weit südlich wie es geht natürlich gefahren und den Ausblick auf Afrika genossen. Ja, war das erste Mal für mich, dass ich den anderen Kontinent sehe. Nee, stimmt nicht, ich war schon mal in Tunesien. Aber da war ich nur ganz klein. Na gut, also dieser Anblick war das erste Mal für mich auf jeden Fall. Leon war schon da und der war ein Stück weiter nördlich an der Atlantikküste hoch. Tarifa ist ja das Surfer-Mekka. Da stehen ja so viele Wohnmobile und Camper. Irgendwie schön, wenn ich alleine unterwegs gewesen wäre, aber mit dem Wilson zusammen fand ich das schon wieder schwierig. Große Straße in der Nähe, auf dem Parkplatz, überall Hunde, überall Menschen. Alles Dinge, die den Wilson verunsichern und wo er bestimmt Angst kriegt und sich wieder weit weg ein Loch sucht. Und dann aber die große Straße dazwischen. Nee, da habe ich ihn dann erstmal nicht rausgelassen. Hab da ein bisschen in der App gesucht und einen Stellplatz gefunden, der ein bisschen weiter weg von der Straße ist. Der Parkplatz war nicht ganz so riesig, standen nicht ganz so viele Leute. Als ich dann da war, habe ich mir gedacht, ja, schön. Und der Leon ist dann auch noch vorbeigekommen mit einem Bekannten, den er da hatte. Da verbrachte ich dann mal wieder einen Tag. So habe ich Tarifa gesehen. Aber es war mir schon wieder viel zu viel Menschen, viel zu viel Unruhe. Ich habe wirklich das Alleinsein schätzen gelernt. Also allein in der Natur, nur mit wenigen Menschen. Ja, dem Wilson ging es gut, der hat sich nicht so weit vom Auto wegbewegt. Da war eigentlich eine schöne Dünenlandschaft in der Nähe, wo er sich hätte gut die Beine vertreten können und weit laufen können. Ein riesiges Katzenklo quasi. Aber laut seinem GPS-Halsband ist er relativ nah ums Auto die ganze Zeit herum gewesen. Und so kam es, dass ich dann an die schönen Plätze dachte, an denen ich war. Außerdem sollte das Wetter schlechter werden in Tarifa. War natürlich ganz schön windig. Aber bevor der Regen kommt, habe ich mir gedacht, okay, dann fährst du jetzt mal wieder in die andere Richtung zurück, weil so langsam hatte ich dann auch wirklich Lust, nach Ibiza zu kommen. Also bin ich den Rückweg angetreten. Und das erfahrt ihr im nächsten Video. Ja, wenn ihr das einigermaßen spannend findet und euch das gefallen hat, dann lasst mir doch bitte ein Like da. Dann weiß ich, dass ich mehr davon produzieren darf. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch sehr darüber freuen.
Ansonsten, wenn ihr irgendwas von mir wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.